Gute und herzlich willkommen. Heute gibt's Pulled Pork Burger und die mache ich mit euch zusammen im Dutch Oven. Bevor ich euch sage, was ich alles dazu brauche, stecke mal als erstes mal die Briketts an, weil die dauern das längste, bis sie glühen. Ich benutze 6 Briketts unterm Grill und 12 oben drauf, haben wir also 18 Stück. Die müssen jetzt erst einmal durchglühen. Als nächstes zeige ich euch, was ich noch alles für mein Pulled Pork brauche. Aber nur die Zutaten fürs Pulled Pork, euer Burger, die könnt ihr euch dann zum Schluss selber machen, wie ihr wollt. Also, als erstes brauchen wir 2,5 Kilo Schweinenacke. Den habe ich gestern schon mit Barbecue Rub und Senf behandelt. Das Stück Schweinenacke von unserem Hausmetzger habe ich schon am Tag vorher mit Senf gut eingerieben. Schön richtig einmassiert, dass er wirklich überall Senf ist. Natürlich dann einmal gedreht und die Unterseite. Dann den Barbecue Rub großzügig über drüber, weil es soll ja später dann das ganze Stück Fleisch den Geschmack haben und nicht bloß außen. Also da kann man lieber zu viel wie zu wenig verwenden. Und dann habe ich das Ganze noch einmal in Frischhaltefolie eingewickelt, so gut es ging. Und das Ganze dann über Nacht im Kühlschrank gelagert, bis es dann am nächsten Tag zur Zubereitung im Dutch ging. Tomatenmark, etwas Chili, 400 ml Brühe, bisschen Knoblauch, Kalusch zu schneiden, da habe ich den granulierte, ein Apfel, 6 kleine Zwiebeln, bisschen Liquid Smoke, ein guter Schuss Rum. Zum Anbraten verwende ich das Bio-Brat- und Backöl von meinem Werbepartner Decoro Drogerie. Mit meinem Code TOBI gibt es wie immer 5% auf euren Einkauf im Online-Shop Rabatt. Ihr wisst, ich bin überzeugt von Decoro Drogerie, trotz allem dieser Werbung. Ich habe es euch da oben eingeblendet. Hier könnt ihr jetzt die ganze Zutaten sehen. Wie es funktioniert, seht ihr jetzt im Video. Und natürlich habe ich es euch ohne in der Videobeschreibung auch nochmal niedergeschrieben. Viel Spaß! Die Zwiebeln schneide ich in grobe Ringe. Den Apfel entkerne ich und schneide in Würfel. Kleiner Tipp zu meinem Dutch Oven. Den habe ich schon eingebrennt gekauft, da spart man sich die Arbeit mit dem Einbrennen. Ich habe euch mein Dutch und die ganze anderen Sachen wie Bratethermometer und so weiter, ganze Zeug, was ich nutze, unten drunter in der Videobeschreibung mal verlinkt, könnt ihr mal reingucken. So, meine Kohle sind durchgezogen, jetzt kommen als erstes die 6 Stück unter den Dutch. Ich mache noch ein Siebti dazu. Sowieso eh nicht mehr gemacht. Dann stelle ich meinen Dutch oben drauf. Dann hole ich mal mit dem Deckelheber. Es wird jetzt noch nicht heiß sein, aber sicher ist sicher. Der Deckel oben runter. Dann gebe ich einen guten Schuss von meinem Brat- und Backöl rein. Und gleich dazu die Zwiebelringe. Die werden jetzt so ein bisschen angeröstet. Als nächstes kommen jetzt die gehackte Äpfel dazu. Die werden auch kurz mit angeschwitzt bzw. angebraten. Als nächstes gebe ich jetzt die 3 Esslöffel Tomatenmark dazu. 1, 2, 3. Ein Teelöffel Chili. Meine Frau und die Kinder wollen auch mit essen, deswegen nur ein Teelöffel. Sonst, wenn es nur für mich wäre, würde es ein bisschen mehr reingeben. Ein Esslöffel von meinem Raucharoma und etwas vom Knoblauchgranulat. Das Ganze darf jetzt nochmal so 3 bis 4 Minuten weiter brutzeln. Jetzt kommt der Schweinenacke rein. Zack, Deckel runter. So, den hole ich mal da aus der Frischhaltefolie raus. Und legt dann auf das Bett aus Zwiebel und Apfel oben drauf. Der bekommt jetzt gleich das Bratethermometer verpasst, dass ich später die Kerntemperatur checken kann. Das ist extra am Dutch so Durchführung. Dann gebe ich gleich die 400 ml Gemüsebrühe dazu. Und der Rum. Jetzt kommt mein Deckel oben drauf, den lege ich gleich so, dass die Durchführung vom Thermometer passt. Zack. Und jetzt
kommen die restlichen Briketts oben auf den Deckel. Die verteile ich gleich noch ein bisschen gleichmäßig. Das Ganze wird jetzt einfach einmal 2 Stunden so vor sich hin schmoren lassen. Wenn natürlich immer ab und zu kontrollieren, falls die Briketts weniger werden oder falls sie am Ausgehen sind, werde ich die natürlich wieder im Kamin vorbereiten und wieder auf das Ding bzw. unter das Ding legen. Die ersten 2 Stunden sind um. Ich habe jetzt eine Kerntemperatur von 70 Grad. Die Kohle sind ziemlich verglüht. Ich habe hier im Kamin schon eine neue Charge drin. Ich werde jetzt mal erst einmal das Ding aufmachen und mal reingucken. Boah, geil, ey. Geil. Das sieht Hammer aus. Boah, wie das riecht. Gleich wieder der Deckel drauf. So, ich nehme jetzt da einen Handschuh, stelle sie mal kurz nebenüber, um meine Kohle frisch zu machen. Ich habe ein paar mehr genommen. Ich glaube, meine Kohleangabe war für einen kleineren Dutch, deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen mehr Briketts genommen. Wichtig ist, wenn ihr die Dinger anlangt, Handschuhe anziehen, die sind verdammt heiß. Oben drauf. So, und die restlichen Briketts kommen natürlich wieder oben drauf. Und das Ganze darf jetzt noch eine weitere Stunde vor sich hin schmoren. 3 Stunden sind um. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt eine Kerntemperatur von 91 Grad. Es wird Zeit, dass mein Pulled Pork aus dem Dutch rauskommt. Muss allerdings natürlich noch ruhen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie kriege ich das da raus? Das muss ich mal vorsichtig probieren. Als erstes mache ich schon mal den Deckel oben runter und stelle den neben rüber. Ah, geil. So, das sieht ja schon immer geil aus. Geile Kruste. So, jetzt muss ich das irgendwie da rausbringen. Als erstes ziehe ich mal mein Bratethermometer raus. Das ist übrigens knallheiß. Ja, klar eigentlich. So, jetzt muss das Ganze noch ruhen und dazu muss ich es irgendwie darüber in die Alufolie wascheln. Ohne dass er verreißt. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja. Jawohl. Ah, geil. Oh, wie das riecht. Fantastisch. So, jetzt wird das Ganze eingepackt. Und das stelle ich jetzt einfach 3/4 Stunde einfach bei der Hexe ohne ins Backrohr. Die ist zwar aus, aber es wird trotzdem die Wärme noch ein bisschen besser halten, wie wenn ich es einfach so draus hinstelle. Den Dutch mit dem Sud stelle ich jetzt einfach wieder auf die Glut und mache einfach wieder den Deckel oben drauf. Da ist es bis später noch schön warm. So, die 45 Minuten sind rum. Jetzt wird gepult. Dann mein Pulled Pork mal wieder aus dem Backrohr da raus. Jetzt packe ich das Ganze mal aus wieder. Sieht schon geil aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, geil, guckt euch das an. Hammer. Hammer. Ist das geil. Geil. Guckt euch das mal an, wie das zerfällt, wie zart das ist. Mmh. Ich mache mal meinen Dutch auf. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss da jetzt gleich
ein bisschen was davon auf meinen Burger drauf machen. Guckt echt das an, wie geil das ist. Hammer, oder? Da kommt jetzt ein bisschen vom guten Sud oben drauf. Oh, sieht das geil aus. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch probieren. Boah, geil. Mmh. Hammer, hammergeil. Mmh. Mmh. Leute, ich sag euch, macht das unbedingt noch. Das müsst ihr ausprobieren. Das ist ja der Wahnsinn. Ich darf mich jetzt verabschieden. Ich nehme das jetzt nämlich mit hoch ins Wohnzimmer zu meiner Familie und werde es mit denen zusammen verköstigen. Ich hoffe, ihr habt im Video viel Spaß gehabt, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Abo, Daumen nach oben und so weiter. Kostet nichts, macht es gern. Ich freue mich drüber. Unerdehlich hoffe ich, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal.